Heute Aquaplaning. So. Die Lisa und ich haben uns jetzt hier ins Auto gesetzt in einem Fahrtechnikzentrum vom ÖMTC. Der Mythos heute, bei Aquaplaning nur nicht bremsen. Wir haben hier vor uns die Aquaplaning-Strecke, eine lange Gerade, an deren Ende sich eine sozusagen Wasserwanne befindet mit ca. 2 cm hoch Wasser. Wir müssen mit einem 100er drauf zufahren. Na dann gib mal Gas. Bis das Auto aufschwimmt. Okay. So, und jetzt ist die Frage an Sie. Ist es hilfreich, bei Aquaplaning zu bremsen oder nicht? Ja oder nein? Und da kommt sie auch schon. So, da vorne rennen sehe ich ein paar Gestalten noch schnell weg, weil jetzt wird es gleich furchtbar spritzen. Aus der Bahn! Wir sind bei 90, jetzt haben wir 100 Sachen drauf. Bremsen oder nicht bremsen? Bremsen! 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 Jetzt geht's. Und wir stehen tatsächlich. Hat verzögert, zuerst über die Hinterachse, haben wir genau gemerkt. Gott sei Dank, der rettende Engel hinten auf der Rücksitzbank. Darf ich gut vorstellen, das ist nämlich Frau Angelika Tatzbär, Fahrtechnik-Instruktorin. Wieso bremsen? Vollbremsen beim Aquaplaning, da die Hinterachse noch Haftung hat, die Bremswirkung dort übertragen wird. Wir werden langsamer und kriegen so das Aquaplaning wieder unter Kontrolle. Und es hat funktioniert? Ganz wichtig noch, nicht vergessen, Lenkung festhalten und gerade halten, nicht lenken. Alles klar. Hast du gemacht. Na bitte. Ja.